Ja, und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show und zu Soma. Gehört sich nicht. Ja, muss mal kurz den Chat nachlesen. Ja, habe ich mitbekommen. Tut es Aufmerksamkeit. Ja, genau. Das wird bestimmt sein kleines Kind, also nichts. Ein Name hat ja alles gesagt. Nennt sich so. Warum immer Flexi-Stream? Das weiß ich auch nicht. Warum immer bei mir? Nicht nur bei ihm, bei mir auch schon ein paar Mal. Das sind dann so Werbelinks, denke ich mal, irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es richtige YouTube-Links sind. Oder vielleicht einfach YouTube-Links, weil sie keine Anerkennung an ihren eigenen Channel bekommen. Weil sie Leute brauchen, die vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer haben, wo sie dann hoffen, dass die Leute bei denen draufklicken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Prost zusammen, zum Wohle. Wasser aus einer braunen Flasche. So, und jetzt muss ich gucken, wo die Schrift grün war, ne? Da sind mehrere grün. Ich fange mal jetzt hiermit an. Wir haben keine Hobbys. Ja, ich glaube auch. So, jetzt ist der obere grün. Nehmen wir den mal. Da sind auch wieder mehrere grün. Guck mal, da steht jetzt sogar Soma auch wieder. PKG Soma haben. Kann es sein, dass Soma vielleicht ein System ist? Kann es vielleicht sein, dass Soma ein System ist? Boah, was nehmen wir denn da? Mal eben schauen. Nehmen wir mal den. Puh, das ist echt... Das ist nicht einfach. Weil die sind mehrere Schriften grün, die wir... Das hat doch bestimmt was zu tun, dass wir den Speicher so hinkriegen müssen, dass er genau voll ist, oder? Puh. Ich bin unschlüssig. Survival! Entschuldigung. Ich nehme mal den. Oh, das ist echt schwierig. Und ich sowieso mit meinen mathematischen Kenntnissen. Kann das mal eben jemand ausrechnen? Okay, da haben wir nur eins zur Auswahl. Ne, zwei zur Auswahl, die beiden. Nimm mal den hier. Boah, das ist nicht einfach. Das war so klar. Speicherdefekt erkannt. Bitte Speicherbedarf reduzieren. Boah, das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Da konnten wir nur die beiden auswählen, ne? Was sorry, Flexi, dass erst jetzt zuschauen kann. Bei uns war 4 Sekunden kein TV und Internetkabel. Deutschland hat wieder mal Scheiße gebaut. Mach doch nichts, Alapet. Brauchst du dich doch nicht dafür entschuldigen, dass dein Internetanbieter Scheiße gebaut hat. So schlimm ist es doch nicht. Aber schön, dass du da bist. Willkommen zur Let's Play Live Show und zu Soma. So, jetzt gibt's einen Button. Mach's gut. Auf Wiedersehen. So. So, la 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 la. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es gibt einfach kleine Kinder, die irgendwie... Ich frage mich,
manchmal frage ich mich wirklich, wie solche Leute morgens die Tür vom Haus finden, um das Haus zu verlassen. Ne? Ich glaube, wenn man da Lehrer ist, ich schätze mal, ist es ein kleines Kind und ich vermute mal, dass der Lehrer irgendwann mal zu den Eltern gesagt hat, wissen Sie was, Herr und Frau Meier, geben Sie ihm ab, fangen Sie neu an. Ja? Geh irgendjemand anders auf den Sack, aber nicht hier bei mir im Stream. So. Habe ich gerade getan, Heartbreaker. Hat sich jetzt eh erledigt. Ah. Und der Speicher war nochmals richtig voll. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. So, nee, den Dummy sollte ich ja laden, ne? Simulation beginnen. Wir laden das Modul Physik Rich. Machen wir das mal. Ressourcenzuleitung. Weltzeit. Was geht's in dem Spiel? Pflatzke, ich grüße dich erstmal. Willkommen zur Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dem Spiel geht's halt darum, dass man am Anfang so einen Autounfall hat und wohl ja einen Hirnschaden bekommen hat und man zu einem Doktor geht, der einem helfen will. Und man wacht urplötzlich, lässt seinen Kopf scannen und der Scan läuft ja richtig schief und man wacht in so einer Station auf. Und man findet dann immer mehr raus, dass die Menschen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, was mit den Menschen passiert ist, aber da musst du, glaube ich, selber spielen, weil sonst mache ich so ein bisschen Spoiler Alert. Ja. Besser ist auch Kitty so Mikro. Genau, man ist unter Wasser. Lieferanten sind so doof. Finden meine Adresse nicht. Was? Was müssen wir denn hier machen? Achso, hier kann man das nur verlangsamen. Du musst den Vorgang anhalten, während der Dummy geladen wird. Ansonsten. So schnell kann ich nicht lesen. Achso. Und. Da war er gerade. Verdammt. Mist. Jetzt müssen wir warten, bis der Dummy kommt. Deswegen können wir da... Da ist er. So, Diagnoseprogramm ausführen. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Hat Styler, der findet die Adresse nicht. Can we go to Omicron? Du wohnst aber auch im Dorf. Yeah, want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Ja, ja. Vergesst mich nicht mit zum Nehmen. Okay, machen wir. Kann ich wieder rausziehen? Nein, hier nicht. Okay. So. Dann geht's jetzt weiter. Wunderbar. Ich werde nochmal gescannt. Ladebildschirm.
Oh mein Gott, ich hab schon die ganze Zeit ganz vergessen, dass das ein Horrorspiel ist. Achso, bestell's oft da. Achso, okay. Sorry Leute, Internet war am Arrrr. Jetzt habe ich alles verpasst. Stoggy, wenn du Lust hast, kannst du ja, wie gesagt, auf YouTube werde ich ja die Folgen hochladen. Da werde ich ja alles nochmal hochladen. Na prima, Hunger. Was? Böses Internet. Will ich hier sein? Ah, ja, Mainlift. Aha, das sieht ja supi aus. Das sieht aus, als würden wir hier unseren nächsten Horror erleben. Something's missing. Da fehlt irgendwas. Ja. Stromer! Brad, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, boys. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Knubbel Freddy kommt vorbei. Psst, sag sowas nicht. Nein, ich bin ja nicht bei Kabel Deutschland. Da hat einer einen Schraubenschlüssel da reingesteckt. Sollte wahrscheinlich nicht so sein. Da geht's runter. Kann ich mir gut vorstellen, dass Alien Isolation 2 kommt, weil es meiner Meinung nach eins meiner Lieblingsspiele. Und würde ich mich sehr freuen. Und ist auch sehr gut angekommen. Ach, da geht's einmal rum. Achso. Apropos Alien. Da sitzt jemand. Ich will hier nicht sein. Scheiße, wir können die Scheibe hier einschlagen. Ich will das aber nicht. Das macht so viel Krach gerade. Ich würde gerne erstmal die Türen ausprobieren. Boah, es ist geil gemacht, ohne Scheiß. Da, Knubbelfreddy. So entsteht also Knubbelfreddy. Macht's mal gut, Freunde. So, hier waren wir. Waren wir hier schon? Ach ja, Tatsache. Da war der. Da geht's auch noch lang. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack, ist das groß. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. An alle neuen Zuschauer jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Sure, the Ark makes it. Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Gar nicht gruselig, lecker, macht Lust auf mehr, ja. Aha. Hm.
wollt ihr mich verarschen? Ich habe gerade eine Tür gehört. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe gerade echt eine Tür gehört. Habt ihr das gerade auch gehört? Ich habe gerade eine Tür gehört. Wollt ihr mich verarschen? Mit L1 kann ich schmeißen. Survival of the Fitness. Guck mal, da ist Gronkh im Übrigen. Survival of the Fitness. Alter. Ich will hier gar nicht sein. Knubbel-Freddy. Ist es Knubbel-Freddy oder ist es jemand anders? Weil Knubbel-Freddy im... Alter! Was? Alter, das war aber nicht Knubbel, Freddy! Ha! Ist es schnell! Ist die Folge nicht mal bald zu Ende? Alter, was ist das denn für ein Vieh? Das ist der dünne Bruder von Knubbel Freddy. Knubbel Klaus wahrscheinlich. Alter, wo muss ich hin? Der Shisha-Freak, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir müssen bestimmt in dem Raum, ey. Das macht doch voll Krach. Knubbel-Klaus. Wo bist du? Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Sei froh, bist wenigstens nicht alleine. Ich wünschte, ich wäre allein. Scheiße, ich brauche irgendwas zum Werfen. Aber was? Hier. Treffe ich die Scheibe damit? Scheiße. Mann, haltet die Klappe. Ich schmeiß den gleich was am Kopf, dem Vieh. Das kommt! Scheiße, es kommt, 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 es kommt! Das ist der große Bruder von Knubbel Freddy, Knubbel Klaus. Das ist Knubbel Klaus. Wo ist Knubbel Freddy? Der steht, der hört das, wenn wir da eine Scheibe einschlagen. Ich hab's gewusst. Ist der hier drin? Wo ist der? Scheiße, ich höre den nicht. Scheiße. Hallo? Knubbel Klaus? Kann das sein, dass er sich im... Knubbel Klaus. Aber wie ist das denn von der Spielmechanik her? Teleportiert er sich nur? Oder läuft er rum? Weil den hört man jetzt gar nicht mehr. Knubbel Klaus. Ich höre.
ihn nicht. Knubbelklaus? Scheiße, ich muss die scheiß Scheibe einschlagen. Fuck. Wo laufe ich hin? Jetzt kommt der wieder, aber von wo? Knubbelklaus? Knubbelklaus. Es sieht uns. Da ist Knubbelklaus. Geh weg, Knubbelklaus. Geh weg, Knubbelklaus. Nein, geh weg. Er ist da, ich weiß, er ist da. Geh weg, er steht hinter uns. Nein! Ah! Geh weg. Oh. Scheiße. Jetzt muss ich ja doch meinen Arm da reindrücken. Wieso gehen die Lichter an? Ich weiß es nicht. Jetzt werden die Lichter wahrscheinlich ausgehen. Scheiße, ich muss weg hier. Wo ist der? Da ist der. Wah. Scheiße, das funktioniert damit nicht mehr. Geh weg. Knubbelklaus. Wo ist Knubbelfreddy? Knubbelfreddy habe ich irgendwie lieber gemocht. Ey. Ich glaube, der hat Asthma. Ey, weiß ich noch gar nicht, Smurks. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube heute nur bis 0. Er geht weg. Hinter dir rechts, was? Da kommt er. Ich glaube, wenn er dann irgendwann den Punkt erreicht hat, teleportiert er sich weg. Und sobald wieder Krach ist, spawnt er irgendwo. Und dann taucht er wieder auf. Oder? Geh näher an eine Scheibe ran und schmeiß. Ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Boah, Alter. Das ist ja noch extremer wie, Nein, das funktioniert. No! Geh weg. Das mit dem Dings funktioniert nicht. Mit der Trommel. Geh weg. Also spawnt der dann da. Ich wusste es. Der kommt hier lang. Der steht da hinten. Manchmal bewegt er sich auch schneller, der Drecksack, ne? Verdammt. Ich brauche irgendwas Stärkeres zum Schmeißen. So ein Feuerlöscher oder sowas.
Jetzt ist der weg, oder? Der ist weg. Der teleportiert sich dann einfach weg, glaube ich. 5 Meter triffst du die Scheibe. Ich glaube, ich brauche was Schwereres, was die Scheibe zum Brechen bringt. Muss mal gucken, vielleicht kann ich hier sowas Großes schmeißen. Was Großes schmeißen? Hier, so eine fette Kiste. Hier. Ist das schwer? Mach keinen Krach, Alter. Jo, pass jetzt aber auf. Schmeiß Freddy durchs Fenster. Ja, Freddy. Was, der kommt? Der hat uns gehört. Scheiße, der hat es gehört. Fuck. Wo ist der? Freddy? Knubbel Freddy? Knubbel Freddy? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich muss mal gucken, ob ich einen Feuerlöscher finde. Weil damit hat es beim letzten Mal auch sehr gut geklappt. Aber ich kann ja jetzt eigentlich auch dahin gehen, wo er war, ne? Weil der müsste ja eigentlich hinter uns jetzt liegen. Von hier kam der ja, ne? Ach, Knubbelklaus, Mann, ich ja Knubbelklaus, Entschuldigung. Knubbelfreddy ist ja nicht mehr da. Oh, hier ist eine Sackgasse, scheiße. Knubbelfreddy ist irgendwie weg. Das ist Knubbelklaus. Entschuldigung, genau, Smirk, so ist aufgepasst. Hier geht's auch nicht weiter. Was ist mit da hinten? Ich trau mich einfach mal. Nächste Woche endlich Uncharted. Cool. Ja, würde ich mir auch gerne holen. Aber momentan geht's ja nicht. Hier kommen wir nicht rein, ne? Oder? Ne. Boah, wenn der jetzt kommt, sind wir so in der Falle. Ich glaube auch nicht, dass wir hier hin müssen. Der macht beim Schleichen sogar solche Geräusche. Das gibt's überhaupt nicht. Muschelbiber hat Fieber, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Oder müssen wir hier rein? Macht der überhaupt keinen Krach? Tür aufmachen? Ich weiß gar nicht, ob wir richtig sind. Was sind das denn für verstörende Bilder? Okay. Ist ja kranker Scheiß. Knubbelklaus? Bist du hier? Ich habe auch gar keinen blassen Schimmer, was wir tun müssen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie den Fahrstuhl wahrscheinlich aktivieren. Ich bleibe auch jetzt in der geduckten Haltung, ist glaube ich am besten. Bieder, Golem. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, die Zeichnung rechts da. Ich glaube, die Zuschauerzahlen funktionieren schon wieder nicht. Warum das immer nur bei mir so ist, ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen vielleicht doch in den Raum rein, wo uns Knubbelfreddy. Knubbelklaus. Kommen wir mal durcheinander. Was zockst du sonst alles? Ach, alles Mögliche. Alles querbeet. Alles eigentlich querbeet. Ah, hier waren wir noch gar nicht.
Ich hoffe, Knubbelklaus kann keine Türen aufmachen. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Die LPLS. Jeden Freitag und Samstag um 20 Uhr. Jetzt schon seit über anderthalb Jahr. Was, der macht Türen auf? Willst du mich verarschen? Uah! 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 Uah, seit wann kann der Türen aufmachen? Ciao! Folge 173 heute. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Oh, hier ist Erste-Hilferaum. Da bin ich bestimmt richtig. Scheiße, jetzt läuft er die ganze Zeit hier rum, oder was? Also so sieht meine Unterhose nach dem Let's Play, glaube ich, auch aus. Ist der weg? Ich glaube, der ist weg. Ein Computer. Puh, ein Computer. So, Trake Anchors. Alter 66, Geschlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und... Knubbelklaus? Gesehen habe und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst... Alter, der ist da. Alter, willst du mich verarschen? Ich will euch gleich Computer lesen. Willst du mich verarschen? Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Lass mich über Harts absurde Geschichte über die Geschehnisse im Labor nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die Wau irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des Menschlichen... Ich glaube, wir machen vor YouTube jetzt eine kleine Folgenpause.